Ayo, und herzlich willkommen zum ersten Spieltag der JJCL. Und ja, wir kämpfen gegen den lieben Aizen mit seinem Team Sneezing Weezing. Schöner Rhyme, by the way. Ja, es ist der erste Spieltag, ich bin super nervös. Also es ist auch der erste Spieltag nach meiner Ligapause jetzt seit der Poke-EM. Dementsprechend, ich bin so nervös, vor allem da er Megasat X hat und ich habe bisher in meiner Liga-Laufbahn nur einmal gegen Megasat X gewonnen. Und das muss schon ein bisschen was heißen, weil ich habe immer Probleme dagegen, vor allem der Setup sich einfach und der macht dann einfach, was er will. So, ist halt einfach so. Dementsprechend muss ich ein bisschen davor aufpassen. Ich hätte vielleicht einen Scarf einpacken sollen. Aber naja, fangen wir an mit seinem Team. Ich stelle es euch vor, ich blende es ein. Wir haben in seinem Team Mega Glurak X. Wir haben Wurlose Flow. Wir haben Rotom Wash. Wir haben Hoodsasa. Oder wir haben Glurak X und Wurlose mit einem Free oder im S-Tier und Free-Tier. Wir haben Rotom Wash und Hoodsasa im A-Tier. Bronzong, Schwalbos und Gryphaelis im B-Tier. Keifel und Psyana im C-Tier. Und Pokusan und Regirock im D-Tier. Genau, das ist sein Team. Es ist, keine Ahnung, dieses Glurak X und dieses Uschi. Uschifu. Uschi. Sind ein bisschen nervig. Das Gryphaelis könnte ein bisschen nervig sein. Schwalbos ist absolut annoying. So das Ding mit Specs und Boombast. Es macht Probleme, sagen wir es so. Es macht Probleme. Aber naja. So. Ist aber handelbar, sein Team. Schwierig, aber handelbar. Dementsprechend gehe ich rüber zu meinem Team. Und mein Team besteht heute aus Latios Mega mit dem Latios Nidoran und Levitate, ist ja klar. Unser Freezer mit Thunderbolt, Shadow Ball, Draco Meteor und Psyshock. Leider nichts zum Setup. Ich brauchte irgendwie die vier Moves. Wofür war Shadow Ball nochmal? Ach genau, für Bronzong. Ich will nicht von Bronzong gewallt werden damit. Beziehungsweise ich möchte was gegen Bronzong machen können. Genau, das ist Mega Latios. Ja, es ist genug Speed, um sein Glurak zu outspeeden, wenn es nicht gesetupt ist, dementsprechend. Schwierig. Dann haben wir Anarchy, unser Bisharp mit den Black Glasses und Defiant. Mit Sucker Punch, Iron Head, Knockoff und Sweat Dance. Böllert gut rein. Ist halt, ich brauche nur die beiden Steps, so. Mehr brauche ich nicht. Butter bei der Fische, mehr brauche ich nicht. So, genug Speed. Ich weiß nicht mehr, worauf der gespeedcreep war. Dann haben wir Moriarty mit unser Zangoose mit Toxic Orb und Toxic Boost, mit Fassade, Quick Attack, Close Combat und Knockoff. Böllert. Also, es reicht nicht aus, um zum Beispiel das Glurak irgendwie noch zu revengen, weil Quick Attack macht jetzt nur 30% oder so, aber es ist ja immer schon mal etwas Mist, wenn es getoxic ist. Wenn es nicht getoxic ist, habe ich ein Problem. Aber okay. Dann haben wir Mr. Burns, unser Zapdos mit dem Light Clay. Ich frage mich nicht, was ich mir dabei gedacht habe. Und Static mit U-Turn, Reflect, Light Screen und Discharge. Ich sag's nochmal, frag mich nicht, was ich mir dabei gedacht habe. Es wird schon seine Gründe bestimmt haben. dann haben wir unser Monster, unser Swampert mit dem Rocky Helmet und Torrent, einfach so, weil vielleicht will das Bronzong ja sich in die Luft sprengen. Mit Flip-Turn, EQ, Staffrox und Yawn. Macht, was es tun soll. Komplett für Staff. Ah ja, Zapdos ein bisschen Mix-Defensiv, wir überleben auf jeden Fall gut was von Mega Glurak X, selbst wenn es auf plus 1 ist. Selbst nach Rocks, wenn ich mich nicht täusche. Und als letztes haben wir Mr. Freeze, unser Articuno, unser Arctos mit den Heavy Duty Boots und Pressure. Weil Snowcloak darf ich nicht spielen und bringt mir auch nichts. Dementsprechend mit U-Turn, Freeze-Dry. Ich finde Freeze so gerade so geil. Ich kann es gegen sein Team richtig gut einsetzen, weil seine einzige Immunität dagegen ist Bronzong. Und Keifel halt durch Speckschicht. Aber sonst, was will er da reinholen? Ansonsten hat U-Turn, Roost, Defog. Ja, soll er nicht viel mehr machen. Ist halt auch mal ein Schwalbos-Switchen, deswegen haben wir genug Spezialverteidigung, um von Schwalbos zwei Boomburst zu tanken. Genau, das ist soweit der Plan. So, natürlich habe ich Discord hier offen. Ich hoffe, ich habe das rausgecuttet. So. Okay, er schreibt mir sogar gerade in diesem Moment. Dementsprechend geht es wahrscheinlich auch gleich los. Ich bin super nervös. So, er hat auch gerade geschrieben, er ist zwar mega nervös, aber so, ich schreibe ihm schnell SD Yamari, dann kann er mich einladen. Ah, nicht Yamaro. Ich bin so nervös, ich vertippe mich gerade die ganze Zeit. So, einmal kurz Server stumm schalten für eine Stunde. Also meinen eigenen Server. Den YPL-Server. Den,
ja. So viel dazu. Was soll ich sagen? Ich bin super nervös. Ja, ich weiß nicht. Ich habe den Kalk und so weiter offen. Dementsprechend warte ich jetzt nur noch auf seine Einladung. Mein Plan ist es, wahrscheinlich mit Swamper zu leaden, wenn er Hutsasar nicht dabei hat. Selbst wenn er es dabei hat, glaube ich, leade ich damit, weil Hutsasar langsamer ist. Ich bin super nervös. Okay, dann lade ich ihn ein. Ah, nee, da ist ein Ding. National Dex AG, JJCL, Azen. Wir reden nicht weiter. Wir akzeptieren. Ich bin so nervös. Scheiß drauf. Let's go. Ich bin ready. Er hat Hutsasar nicht dabei. Nice. Okay, was hat er nicht dabei? Er hat Glurak dabei, das war klar. Er hat keinen Voolus dabei, ist nice. Rotom Wash ist dabei, war klar. Hutsasar ist nicht dabei. Die Glocke ist dabei, war klar. Schwalboss ist dabei, war klar. Achso, good luck, have fun. U2. Unsere Serie mit U2 geht weiter. Gefällt ist dabei, war klar. Keifel ist nicht dabei, was super angenehm ist. Tiana ist dabei, das ist fein. Pokusan ist nicht dabei und Regirock auch nicht. Okay. Ich würde einfach sagen, wir bleiben bei unserem Plan und leaden mit Swampert. Ich glaube, das spricht nicht allzu viel dagegen. Wir können auch mit Latios leaden. Spricht auch nicht so viel Krasses dagegen. Wir haben halt gegen alles irgendwas. Ja komm, warum nicht? Ich glaube, wir leaden mit Latios. Und böllern direkt schon mal ein bisschen. Machen wir das. Wir leaden straight up mit Latios. Und schauen, was wir so hinkriegen. Das Ding ist, ich kann jetzt nicht sagen, was ein Default ist. Es könnten Rotom Wash oder Mandibuzz sein. Aber ich schätze eher Mandibuzz. So sehe ich eher. Okay, Bronzong kommt rein. Das ist okay. Bronzong ist vollkommen fein. Und ich würde sagen, wir drücken einfach Shadow Ball. Was will der mir tun? Bronzong, wo ist er denn? Also erstmal Latios Mega gegen Bronzong. Sagen wir speziell defensiv, Shadow Ball. Ist ein Two-Hit, oder fast ein Two-Hit. Also wenn er Spetsdef ist, ist es ein Three-Hit. Ansonsten Two-Hit. Drücken Shadow Ball. Er bleibt auch drin. Er hat die Cassette Berry. Und die kriegt einen Special Death Drop, das ist nice. Ich bin am überlegen, dass Swallow ein potenzieller Switch von ihm wäre. Auf T-Bolt, glaube ich, zu gehen, wäre so ein schöner Midground-Play. Allein durch den Special Death Drop muss er das, glaube ich, jetzt machen. Warte mal. Ja, dann ist er komplett Spets Death. Minus 1. Killen wir den auf jeden Fall noch nicht. Wir gehen auf T-Bolt. Swallow kommt rein. Perfekt. Und Swallow ist tot. Nice. Nice, Swallow ist tot. Sehr gut. Dein einziges schnelleres Mon ist Psyana. Sein einzig schnelleres Mon ist Psyana. Alles gut. Glurak ist mega, da kann kein Item tragen. Swallow ist down. Dank einer guten Prediction. Sehr gut. Hätte das immer gekillt oder war das eine Roll oder so? Hätte immer gekillt. Okay. Hätte mich auch gewundert, wenn nicht, aber auf jeden Fall sehr, sehr guter, stronger Start von uns. Dass er die Castleberry spielt, finde ich. Ah, okay, ich verstehe. Wahrscheinlich für Phantoros. Da ergibt es auf jeden Fall Sinn. So, Mandibuzz kommt rein. Wollen wir mal schauen. Mandibuzz. Macht halt. Ist halt ein Two-Hit, Mandibuzz, ne? Foulplay killt uns auch nicht. Wir könnten potenziell drin bleiben. Einfach T-Ball drücken. Wir können aber auch einen Bishop rausgehen. Weil der Foulplay eigentlich klar ist. Dann einmal auf SD gehen. Ich glaube, das machen wir so. Wir gehen einmal einen Bishop raus. Und holen uns den SD-Boost. Der wird nicht auf U-Turn, das traut er sich nicht. Ja, Fullplay kommt. Nice. So. Gute Frage, nächste Frage. Ich würde sagen, wir gehen einfach auf Knock-Off.
I guess, ja. I guess. Ich mag jetzt nicht SD drücken, falls er nochmal Fullplay drückt, weil das killt mich dann. Ja, das killt mich dann. Oder? Doch, müsste. Schau aber nochmal nach. Bishop gegen Mandibuzz Fullplay. Genau, war eine hohe Roll auf jeden Fall. Wenn ich jetzt allerdings auf plus 2 gehe. Ja, ist zu hoch die Roll. Okay, er bleibt drin. Heavy Duty Boots sind weg und er drückt U-Turn. Schade. Hätte ich auf SD gehen können. Hätte ich auf SD gehen können. Ich würde sagen, wir drücken Sword Dance. Ja, perfekt. Nice. Jetzt zackern wir. Ja, wir sackern. Wenn er mich gekillt hätte, wäre es nämlich für mich angenehmer gewesen. Jetzt beginnen nämlich die Mindgames. Wollen wir mal schauen. Charizard. Charizard, Mega X, OU3 Attacks. Sucker killt noch nicht mal. Aber Zengo killt danach. Dementsprechend kann ich das eingehen. Ja. Das kann ich auf jeden Fall machen. Wir werden jetzt ein paar Mal Sucker Punch spammen. Ja. Oh Gott. Kehrtrick geht im Mandibuzz. Ist auch vollkommen in Ordnung. Aber den können wir eigentlich jetzt Iron Headen. Das tun wir auch. Überlebt er? Kein Flinch. Wir sind tot. Ist aber fein. Ist aber fein. Wir gehen nämlich jetzt. Wir können potenziell in Arktos gehen. Und die foggen. Oder wir gehen Pert. Ich will ihn eigentlich ganz gern tot haben. Dementsprechend gehe ich jetzt in Zengo. Hol mir mein. Keine Ahnung, ich kann Fassade drücken, denke ich. Na, wir gehen jetzt in Zengo. Drücken Fassade. Weil einfach Stacks und Wufen killt jetzt auch. Haben dann auch den Toxic Orb drin. Was auch nice ist. Ja, passt. Ist in Ordnung. Oh Gott. Also das sollte killen, glaube ich. Ich will aber nochmal nachschauen. Zengus. Nicht getoxt. Gegen Mandibuzz. Fassade killt auf jeden Fall, ja. So, poisoned. Okay. Damit sind wir getoxt. Ich glaube, gegen Charizard wäre ich schon fast dazu verleitet, einfach Fassade zu gehen. Aber ich glaube, das lasse ich. Ich glaube, ich kann einfach an Pert gehen. Ich glaube, das ist das Sicherste, was ich tun kann. Und dann Flip-Turn, weil er wahrscheinlich drin bleibt. Oder Rocks drücken. Rocks sind, glaube ich, auch fein. Er hat auf jeden Fall D-Dance. Das hat er mir ja gezeigt. Okay. Okay. Jetzt steht ihm ein Dings des Zengus gegenüber. Nice. Immer noch ein bisschen schwierige Ausgangsposition, weil dieses Charizard da ist. Aber okay. Ist okay. So. Zengus, was tust du? Oder was tust du jetzt, Aizen? Das interessiert mich. Was willst du tun? Wenn er in Bronzong geht. Bronzong. Charizard kriegt er sogar, okay. Ich bin dazu verleitet, Fassade zu gehen.
Muss ich eigentlich auch. Ich muss Fassade drücken. Wenn er sich setupt, dann ist halt kritisch. Deswegen, wir drücken einfach Fassade, scheiß drauf. Wenn er sich setupt, genau, wenn er sich setupt. Ich will mal schauen. Charizard. Charizard X. Oh, your 3 attacks. Ja, die dann ist perfekt. Fassade kommt und killt ihn. Nice. Zangoose holt sich 2 Kills. Habe ich nicht sogar noch gesagt, der wird sich so den einen oder anderen Kill schon holen? Da sind sie. So, Rotom Wash. Rotom Wash. Wo ist er denn? Da. Oyo Pivot. Ich könnte weiter an Fassade spammen. Bronzong kommt rein, ist auch okay. So, da können wir es einfach mal knocken. Das sollte nicht allzu schlimm sein. Sweep ich ihn gerade mit Zango? Wäre sick. Wäre sick. Will ich nichts gegen sagen. Aber okay. Komm, Zango. Wohl, warum sollte ich... Ich kann weiter Fassade drücken. Fuck off. Das killt ja. So, gegen Espeon drücke ich Quick Attack. Rotom kriege ich auch noch anders gekillt. So. Zangoose gegen Espeon. Ah, you can mine, keine Ahnung. Quick Attack macht auch keinen schlechten Schaden auf jeden Fall. Dementsprechend. Ich könnte auf Quick Attack gehen. Ich könnte mir auch den auch noch aufbewahren. Ich glaube, ich gehe einfach mal in. Latios spricht eigentlich nichts dagegen. Ja, Psyche kommt. Macht nicht viel. Wir können auf Shadow Ball gehen. Können wir mal schauen, wie viel das macht. Shadow Ball kommt. Killt auf jeden Fall nicht. Er tut den Lightscreen raus, okay. Articuno. Okay. Screensetter. Weiß ja, ist mal egal. Ich kann einfach straight in Arktos gehen. Was will er gegen Arktos machen? Nämlich gar nichts. Okay, Rotom Wash kommt. Ich kann eigentlich einmal defoggen. Ja, macht gar nichts. Der macht einfach gar nichts. Da kommt Espeon wieder rein. Oh, lol. Ja, aber die Rocks sind weg. Ist auch nett. Wie U-Turn an der Stelle. Hidden Power. Ja, macht auch nichts. Bam. Jetzt können wir eigentlich in Zango gehen und gewinnen. Dass ich das nur sage, wir gewinnen mit Zango. Das ist unglaublich. Mit einem Quick Attack, das Espeon, nehmen das Espeon raus. Rotom Wash könnte es tanken. Die Fassade. Aber nee, tut er nicht. Und damit ist es ein GG. Und wir gewinnen den ersten Spieltag 5:0. Geil. Schick. Nice. Also, ich bin happy. 5:0 gewonnen mit Zango. Mit Zango, mit fucking Zango. Zango hat, glaube ich, 5 Kills gemacht. Was ist das? Zango hat 5 fucking Kills gemacht. Der andere Kill war Latios. Ja. Ja, doch. Krank. Einfach nur krank. Zango. Ey, Moriarty. Ich liebe den Jungen. Bester Pick überhaupt. Ich würde an der Stelle einfach sagen, ich bin mega happy. Damit holt sich Sergeant Bubbles den ersten Sieg. Unser Armeeanführer, der natürlich im Team ist, aber immer dabei. Immer dabei. Das ist die Energy von Sergeant Bubbles. ich würde an der Stelle einfach sagen, GG nochmal und haut rein. Ciao und bis zum hoffentlich nächsten Video. Like da lassen, Kommentar, ihr wisst Bescheid. Goodbye.